Inhaltlich bin ich nun soweit. Ich habe alle diese Bildfolien und am Schluss auch noch diese Aufzählung zum Impressionismus. Ich habe mittlerweile die Datei auch gespeichert. Wichtig, Datei speichern und dass du dort ganz bewusst den Speicherort wählst. Ich wähle für aktuelle Dateien meist den Schreibtisch und natürlich auch einen entsprechenden Namen, an dem du den Inhalt der Datei erkennst. Also nicht unbenannt, sondern eben in diesem Fall Mone. Vielleicht hast du dich gefragt, wie man das macht, dass diese so schön nebeneinander zu liegen kommen. Man könnte einerseits ein Design wählen, da hat man allerdings dann diesen Titel darüber, den man aber auch wieder löschen kann. Und eine andere Möglichkeit ist, dass man die Bilder auf eine leere Folie wie vorhin zieht und dann versucht, sie gleich groß zu machen. Das kannst du übrigens im Bereich Bildformat hier numerisch eingeben. Also beide diese Bilder sind jetzt 14 cm hoch. Und mit der entsprechenden Ausrichtung, wenn du mit der gedrückten Umschalttaste beide auswählst, kannst du die auch oben ausrichten oder mittig, je nachdem, damit sie also schön verteilt sind auf der Seite. Dann hier diese Aufzählung, falls es bei dir nicht automatisch eine Aufzählung gegeben haben sollte, das wird wie bei anderen Programmen auch über dieses Symbol gemacht. Und über die Optionen daneben kannst du diese Zeichen auch noch anpassen. Viel schöner sind die anderen allerdings nicht. Ich finde dieser schwarze Punkt ein bisschen gar dominant. Ich könnte ihn etwas kleiner machen oder vielleicht farblich etwas dezenter. Ich wähle mal ein Blau. Ja, und du siehst, es ist jetzt vielleicht schon etwas freundlicher. Die Reihenfolge dieser Folien kannst du auch nachträglich noch ändern, indem du einfach in dieser Miniaturliste nach oben oder unten ziehst. Etwas übersichtlicher ist diese Ansicht hier. Da siehst du schön die Reihenfolge der verschiedenen Folien. Und wenn du mal einen Blick darauf werfen willst, kannst du auch gleich die Präsentation starten und sie formatausfüllend nochmals anschauen.